Wie haben wir mit Profitänzerin Renata Lusin gelitten, als sie im vergangenen Jahr ihre Let's Dance-Teilnahme wegen ihrer Schwangerschaft absagte, das Kind dann aber verlor? 3 Fehlgeburten mussten die Lusins verkraften. Nun, rund ein Jahr später, bekommt das RTL-Traumpaar endlich das Happy End, das es verdient hat. Am 29. September 2023 verkündete das Duo, erneut schwanger zu sein. Familie, KollegInnen und Fans freuten sich ungemein, eine gewisse Anspannung war dem Paar jedoch anzumerken. Zu Beginn behielten sich die Lusins mit Schwangerschaftsupdates zurück, schnell war jedoch klar, dass diesmal alles gut wird. Vor einigen Wochen verriet Renata Lusin dann sogar, dass ihr Baby Ende März auf die Welt kommen wird. An Valentin Lusins Geburtstag am 22. Februar meldete sich die 36-Jährige dann mit besonders tollen Neuigkeiten. Ich war gerade beim Arzt, beim CTG. Gott sei Dank, der Kleinen geht es gut, alles ist super. Schon 2800 Gramm. Nun wolle sie eine Lymphdrainage ausprobieren und dann ins Let's Dance Studio fahren, um Valentin bei den Proben zu unterstützen. In ihrer nächsten Story wurde es dann richtig emotional, denn hier präsentierte Renata Lusin ihren Fans erstmals ihr Baby, indem sie ein Video ihres CTGs teilte. Laut und deutlich war hier der Herzschlag des kleinen Mädchens zu hören, der Venenschreiber zeigte eine Frequenz von 145 Schlägen pro Minute an. Normal sind Werte zwischen 120 und 160. Alles im grünen Bereich also. That's my girl. Das ist mein Mädchen, so Renata Lusin stolz. Dazu ein Smiley, dem das Wasser in den Augen steht und ein Herz.